Und ja, damit wieder einmal herzlich willkommen zur Ruhe da draußen! Zu einer weiteren Folge Outlast. Es ist schon wieder ein paar Wochen her, ne? Ich weiß nicht mehr, was wir hier machen müssen. Wir haben gerade den Doktor voll gekillt, ey. Voll Gangster-Shit. Was? Ja. Ach, jetzt müssen wir nochmal mit dem Pater reden, weil das hat er nicht gespeichert. Kam das schon vor, das letzte Mal? Doch, ich meine, er hat mir schon mit dem Vater geredet. Also ich glaube, da hat mir dann aufgehört. Thank God you survived. Das ist nicht dein Verdienst. Nein. War nochmal Nachtsicht. We're close now. Nicht er drücken. Was? Wir sollen uns draußen treffen. Aber egal was du tust, drücke nicht er. Er. So, tja, jetzt müssen wir uns. Ne, da kamen wir gerade her. Wir müssen noch links. Wir müssen da lang. Stimmt, wir hatten ja damals ein Batterieproblem. Mann, ey, warum muss das jetzt hier so dunkel sein? Guck, ist auf hell. Guck, ach ja, genau, da hatten wir aufgehört. Stimmt, danke, das stimmt. Hier war ja das Lagerfeuer. Die Kamera! Von Morin. Supershot H120, google die noch einmal. Guck erstmal, ob wir da noch irgendwelche Batterien finden oder sonst irgendwas. Nein? Aber man sieht ja fast gar nichts da drauf. Nein? Man sieht auch nichts da drauf. Nein. Nein. Naja, auch nichts mehr. Oh, tschüss. Warte. Alter! Kann da auch nichts sehen. Gott, ich will hier nicht rumrennen. Oh Gott, nein. Gott. Ich habe irgendwie schlechte Erinnerungen. Da lesen! Oh nein, ich habe das so vermisst. Und jetzt ja. Und jetzt ist es das N oder ist es J, D? J. J. Das ist das jedes Mal. Von Erch. Was? Traeger at Murkoff Corporation. Punkt. Lou. Traeger war doch der Doktor. Ja? War das. Traeger ich war hab keine Ahnung, welcher was war. Betreff Annapurna, Angestellte Nummer 531920. Sehr geehrter Mr. Walsh. 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 Das ist Englisch. Bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 531920, David Annapurna. Und behandeln Sie ihn fortan als Patient von Mount Massive zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank. Rick Traeger. Traeger. Okay, wenn du so willst. Murkoff, R und D. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir hier gleich uns irgendwo verstecken müssen. Nein. Mal gucken, ob ich mich so. Oh Mann. Ich will das hier nicht. Ja, lag da jetzt was oder nicht? Nein. Ah, wieder die Blutspur, die wir folgen dürfen. Ich glaube, wir müssen da oben links hoch. Aber da brennt es. Okay, wir gucken erstmal woanders. Da scheint es zu brennen. Okay, da ist zu. Ah, da drin brennt es. Ich glaube, ich weiß, was da drin abging. Eine wilde Party. Party hot, party hot. Oh, eine Batterie. Wie viele Batterien brauchen wir eigentlich immer beim Nachladen? Eine. Eine.
auch nichts mehr. Komm schon. Nein! Können wir uns verstecken bis zum Ende der Apokalypse. Ja, gute Idee, da reinzulaufen. Keine giftigen Gase, nein. Nix. Du bist doch nicht mal husten. Hübsche Finger. Ach ja, wir haben ja zwei Finger verloren, ich erinnere mich. Das ist doch nur Metall, wo du drüber spielst. Oh, was ist denn da? I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Nimm den mal auf. Used us. Turned us into these aufnehmen. Things. Because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Ich kann mal lebtisch. Burn the whole goddamn thing down. Get up. If you want to live, you can get out through the kitchen. Oh. Erinnerungen. Oh Gott, ich weiß wieder, was noch passiert. Ich bin nicht das einzige Opfer hier, bei weitem nicht. Ich habe einen Mann gesehen, der verbrannt ist und den schmerzhaften Tod gewählt hat, um nicht an diesem Ort bleiben zu müssen. Aber der Typ lebt. Der Typ, okay. Ich wollte schon sagen, der Typ lebt noch, das ist der Typ. Ja. Der lebt ja nicht mehr lange. Oder der Typ. Ja, welchen Mann hast du denn jetzt brennen sehen? Und ich weiß genau, was auf dir losgeht. Da raus? Ja, ich geh dann noch da. Cafeteria. Ich will hier raus! Also da können wir gleich lang. Ich kann dich echt nicht hören. Ja, was? Ich habe aber auch so eine Ahnung, was es kommt, wenn man diese enge Spalte da sieht. Ja. Entweder das oder was ganz anderes. Ich hatte, glaube ich, was anderes in Erinnerung. Vielleicht ist sonst gar nichts hier. Weißt du, ich komme da nicht rüber, okay. Ja, doch. Wir dürfen wieder lesen. Bitte kein fünfseitiger Aufsatz. Ja. Ich hab das nie drauf. Oh, ja, es sind immer so kurze Texte, ich liebe es. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Bescheid, Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten darüber. Um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Ja, ja, ja. Und dann bist du nie wieder gesehen. Keine Batterie? Nein. Das hier ist nichts. Oh nein, ich müsste jetzt nachladen. Ja, da. Noch nicht, haben wir noch Zeit. Da kann ich es nicht laden. Das muss ja sein. Da komm ich durch. Okay, hier können wir es einschalten. Jetzt weiß ich, was kommt. Allerdings weiß ich nicht mehr, was wir hier alles einschalten müssen. Es ist der Dicke mit dem Captain. Ja, fick dich doch. Es war doch so klar, dass es der Fettsack ist. Aber jetzt ist schon, wo wir entkommen können, wo er uns nicht kriegt. Wenn wir durchlaufen durch diesen kleinen Spalte. Ja, diese Spalte, ja. Jetzt ist ja die Frage, wie lange ist der Typ jetzt hier? So lang, Bischer.
Fettleibigkeit betrogen hat. Das wird niemals sein. Kommt er oder kommt er nicht? Er kommt. Okay, dann mach raus und spiel mit ihm. Nein. Er klingt immer noch ziemlich nah. Ja. Also wenn ich so weit denn sitze, krieg ich dann... Oh, sorry. Excusez-moi. Ich höre ihn noch. Das ist ein bisschen scheiße. Ich glaube, er geht wieder, oder? Ich weiß nämlich nicht, was wir noch alles da hinten anmachen müssen, wo der herkommt. Mindestens zwei Pumpen oder so, oder was auch immer das ist. Er ist weg. Er macht gerade irgendwas kaputt. Guck mal, ob was du da einschalten kannst. Du kannst doch da was einschalten, da rechts. Und in den Raum rüberzu. Ah, siehst du, zwei Ventile, da müssen wir das drücken. Zwei Ventile und das Ding. Oh, warte mal, guck mal, links, links. Nee, da was versteht auf dem Schild. Okay, Laundry. Laundry. Vielleicht können wir da was einschalten, nee, keine Ahnung. So. Wir können nach links, wir können nach rechts gehen. Das ist halt. Vielleicht ist er rechts. Geh erstmal nach links. Ja, er ist. Duck dich, duck dich, duck dich. Wir gehen, wir müssen, wo der lang geht. Er ist da vorne, er ist da vorne. Er geht da hinten, geht da hinten, da hinten, ja. Ich glaube, er geht jetzt hier rechts rum. Wenn man da raus kann. Okay, okay, ja. Jetzt lass er nach links. Ganz lass nach links. Vielleicht müssen wir auch noch rum. Was mit der Batterie? Egal, die können wir holen wir später. Da ist eine Batterie, siehst du, ne? Holen wir später. Ah, wenn ich überhaupt hole. Ah. Ja, Safe Point. Juhu. Können wir nicht hier eine Lage aufschlagen? Badet, wie süß. Komm, guck mal den uns mal dem an. Okay. Ist bei dir noch alles klar? Was für ein Schlüssel? Jede kleine Spalte. Was für ein Schlüssel? Ich hab's mal nicht gesehen, okay? Ich tue dir was Gutes damit. Viel Spaß! Ich tue eben noch. Bei dem hat er schon die Spalte gefunden oder so. Keine Ahnung. Hey, springt da wohl. Also das können wir jetzt nochmal safe drücken. Also eins haben wir. Ja. Auf jeden Fall können wir uns hier hinten auch nochmal verstecken, wenn es eng wird. Es sei denn, der Typ rastet. Wir sind wieder von YouTube. We have to wash every little part. Wer ist ein sauberes Baby? Ja, du bist ein... Ach du Scheiße. Ich hab das mal nicht gesagt. Psst. Ich hab das Gefühl, die Leute sind hier so ein bisschen gestört. Ein bisschen? Lauf, 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 lauf. Hallo. Oh. Hä? Wo ist er hin? Ja, wo ist er denn? Wir sind, Wenn ich jetzt wenigstens wüsste, was geradeaus ist, dann würde ich da jetzt durchrennen. Ich schätze. Ich glaube, wir sind unsichtbar für den, oder? Nee, 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 nein, nein. Ich bin weg, hier ist keiner mehr. Echt? Ey. Aber erstmal ganz ehrlich. Dieser Typ tritt Türen ein. Ja, das ist. Ohne Probleme. Das ist massives Metall hier. Ja, ohne massive Tische und Stühle und Holz. Ja, das kriegt er nicht durch. Ich lade ihn mal auf, ich will die Sicherheit haben. Oh Mann! Genau da lang, wo ich lang will, ne? Ja.
die Zeit nutzen, die Batterie noch schnell zu krallen. Ich glaube, da geht das irgendwie so runter, geht er irgendwie so rechts rum. Warte. Guck erstmal, wo der hingeht. Ob der jetzt direkt zurückgeht oder erstmal nach rechts. Und wieder zurück. Finde ich jetzt nicht von dem gesehen werden. Ja, jetzt kann der genau. Jetzt muss, ich glaube, der geht jetzt irgendwie rechts durch die Tür. Und er geht gerade rechts durch die Tür. Okay, ach, da hinten ist auch noch eine Tür. Und dann sollten wir schnell durch. Ja, Moment, der steht denn jetzt gleich mal hinter der Ecke. Hat der gerade auch schon. Muss ich kurz noch ein bisschen warten. Dürfte jetzt sein. Jetzt bist du, glaube ich, da ganz hinten rechts hin, ja. Oh fuck! Oh, Da versteckt sich irgendwo. Da kannst du dich nicht verstecken, das ist nicht der. Da hat er das. Na ja, egal. Du siehst das nicht! Wenn er es jetzt nicht gesehen hat. Alter! Digga! Ja klar! Ja klar! Scheiße, Alter! Warum macht die Wache hier nachts nicht aus? Ja, als ob der uns da nicht gesehen hat. Ja, aber als ob der uns nicht gesehen hat. Ey, der prankt uns doch jetzt. Ja, klar. Ist er weg? Nein, er ist noch da. Ja, ist noch ziemlich nah. Wieso kannst du mir doch nicht verkaufen, dass er uns nicht gesehen hat? Ja. Also kannst du mir nicht verkaufen, dass er uns nicht gesehen hat, der Typ. Kann ich aus? Ich glaube ja. Da hinten links habe ich eine Tür gesehen, wo wir wahrscheinlich durch müssen. Oh Mann, gut. Duck dich. Bis auf jetzt nach links. Hast du gesehen, wo der ist? Ja, ist rechts. Da unten durch. Jetzt bist du jetzt schön nach links. Ja, genau da rein. Ganz ruhig. Nicht zuschließen. Will ich aber. Nein, es hört er. Nehme ich an. Da rein. Ja, warte. Um sicher zu gehen. So, wir jetzt durch die Tür. Bevor du das aktivierst. Versteck. Okay. Da muss aber jetzt. Versteck dich erstmal. Um sicher zu gehen. Ja, er kommt. Jetzt muss ich gleich den Knopf drücken. Also so schnell wie möglich raus, den einen Knopf noch drücken. Ja, okay, nee, das war ein richtiges Ventil. Das dreht er, das dauert länger. Okay. Dann muss ich mich erstmal da im Regal verstecken. Nicht vergessen, auch vielleicht optional zwischendurch noch die Batterie mitnehmen. Dazu muss ich mitten durch den Raum durch. Schaffst du schon. Die Folge wird Überlänge haben, weil das würde ich jetzt auch packen. Nein, das ist, wir haben ja ein paar Minuten schon vorher die Kamera angehabt. Stimmt. Ich geh raus. Go, Mario. Leise bitte. Go, Mario. Ich will einfach durchs Fenster springen. Ist einfach nur links durch. Ich schätze mal, ist rechts hin. Ob sie mal noch die Batterie holt. Stell dir vor, er wäre jetzt im Raum.
Das ist ein Knopfdruck, oder? Okay, hopp, hopp. Oh. Ah, hier ist die Aufnahme. Hier ist okay, bevor wir jetzt Cafeteria gehen, Pause, ne? Ich hab's geschafft. Aha. Ein Schritt mehr. Das regnet draußen oder bin ich da drinnen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hatte andere Erinnerungen gehabt und ich glaube, das kommt auch noch. Ich glaube, das kommt noch. Aber nicht mehr in dieser Folge. Das sehen wir in der nächsten Folge oder in anderen Folgen. Fuck. Hast du gut geschlagen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.